wir haben uns mal wieder was Neues ausgedacht. Wir sind mal grandios gescheitert bis jetzt. Ja? Jedes Mal, wenn wir sowas hatten, haben wir es zweimal gemacht und haben es dann wieder ausgesetzt. Wir haben jetzt drei Gläser bei uns im Büro stehen. Eins ist für schönes Wetter, eins ist für Regentage und eins ist für Gespräche. Und jetzt, logischerweise, machen wir keinen Ausflug, weil es ist schon spät und die Kinder sind bei Oma und Opa, nicht bei Oma und Opa, bei Oma Lila und schlafen dort. Also, wie oft machen wir das jetzt eigentlich? Machen wir das regelmäßig? Alle Zettel jetzt hintereinander? Nein, aber wie oft machen wir das? Einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen? Ja, das doch. Ihr könnt uns ja mal runterschreiben, ob wir das öfter machen sollen. Das würde mich schon interessieren, weil davon würde ich abhängig machen, wie oft wir es machen. Wir ziehen jetzt einen von diesen Zetteln. Darf ich ziehen? Ja. Aber du hast schon gezogen. Nein, ich hab's nur gelunzt. Abracadabra Fidibus. Einmal Schwester Vater. Silberna Fünf. Und ich nehme... Ich will vorlesen. Ich will vorlesen. Halt ihn nicht fest. Zukunftsträume. Wie fördere ich mein Kind, nach Neuem zu streben? Wie unterstütze ich Träume und Wünsche meines Kindes? Warum sind Träume und Wünsche wichtig für die persönliche Entwicklung? Lass uns doch von hinten anfangen. Warum sind Träume und Wünsche wichtig für die persönliche Entwicklung? Glaubst du, dass Mathilda, dass Träume und Wünsche wichtig sind für die Entwicklung von Mathilda, Magnus und Martha? Ich glaube, es ist für jeden Menschen wichtig. Ich bin ja eh ein Mensch, der andere immer wieder auch unterstützt, darin eigene Wege zu gehen und Träume hochzuhalten und die nicht dem Alltag immer wieder das große, die große Zeit und die Themen zu widmen, sondern zu sagen, ich strebe nach mehr. Also das ist ja eher das, was mir im Weg steht, dass ich immer nach den Sternen greife und das eben nicht nur einmal im Monat, sondern am besten jeden Tag und dadurch auch ganz so ungeduldig bin. Ich lebe das meinen Kindern selber vor und ich möchte auch, dass meine Kinder natürlich ähnlich werden und ich möchte, dass meine Kinder auch große Träume haben und die Fähigkeit haben, ob sie die umsetzen oder ob sie mit dem oder mit dem Weg glücklicher sind, ist ihnen überlassen. Aber die Fähigkeit zu haben, Träume zu haben, das finde ich ist wichtig, nicht nur persönlich, sondern auch im Berufsleben, weil das ist ja auch die Fähigkeit, groß zu denken, über den Tellerrand hinaus zu denken, neue Wege zu finden, Wünsche zu haben und Wege dahin zu finden. Und ich denke, das ist so ein Thema, da geht es jetzt schon wieder auch um das Thema Kreativität und Neugierde. Und ich meine, wir sind gerade an dieser Entscheidung gewesen, ob unser Kind zur Schule kommt und zu welcher Schule unser Kind kommt. Und letztendlich ist das der Grundstein. Was hat das mit Träumen zu tun? Das ist für mich der Grundstein. Meiner Meinung nach macht die Schule Träume kaputt. Ich finde, dass wichtiger als Wünsche und Träume Ziele sind. Das ist auch eine Diskussion, die Sarah und ich regelmäßig führen. Darf ich trinken? Ja, klar. Solange du keine Werbung für Pepsi machst. Nein, oh nein, das tut mir leid, wirklich. Und deine Pepsi in die Kamera hältst, damit auch andere Leute diese wunderbare, kalte Pepsi trinken. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr zu trinken. Was, deine Pepsi? Aber wir schneiden das aus. Nein. Das ist wirklich ein Thema, das Sarah und ich regelmäßig haben, weil ich finde Träume und Wünsche, das ist irgendwie alles, was ganz schön ist und was ganz toll ist und man muss das bestimmt auch haben. Ich finde, man muss so Wünsche und Träume, das muss man mit Zielen hinterlegen. So, weil wenn man keine Ziele vor Augen hat, dann wird man auch seine Wünsche nie umsetzen können und die werden nie in Erfüllung gehen. Also man kann sich viel wünschen, aber der Wunsch allein ist nicht wert. Man muss ja auch irgendwie dahin kommen, dass dieser Wunsch wahr wird. Und in der Regel ist es eben nicht so wie beim Sterntaler, dass die Goldmünzen vom Himmel fallen. So, also muss ich mir überlegen, wenn ich einen Wunsch habe oder wenn ich Träume habe, was setze ich für ein Ziel dahinter? Ich finde, für mich persönlich finde ich Ziele wichtiger als Wünsche. Ich finde, Ziele sind die erste Stufe. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, Wünsche und Träume zu haben. Auch das ist ein Gespräch, das wir regelmäßig haben, weil ich Sarah in ihren Wünschen schon probiere zu bekräftigen und zu sagen, okay, du musst an deinen Wünschen dranbleiben. Das sind vielleicht temporär mal ganz weit in ganz ferne. Verabschieden sich. Und jetzt können wir dazu übergehen, dass wir uns fragen, sind für unsere Kinder Wünsche und Träume wichtig? Und ich würde direkt sagen, nein. Ist okay. Also die Kuckuck so. Wenn ihr genau mitgezählt habt, dann findet ihr raus, wie spät es jetzt ist. Nein, ich finde das unglaublich wichtig, dass die Wünsche und Träume haben. Aber man muss das vielleicht auch noch mal ein bisschen auch da auseinanderziehen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Träumen und Wünschen. Also Mathilda zum Beispiel hat ganz viele Wünsche. Mathilda hat nächste Woche Geburtstag
Und ich kann mich überhaupt nicht retten vor lauter Wünschen, die sie hat. Und vor allem auch Wünsche, von denen sie meint, dass sie sofort in Erfüllung gehen. Und Träume sind ja schon nochmal ein bisschen was anderes. Träume sind ja etwas Großes, etwas, was sehr weit weg ist. Mathilda träumt ja nicht. Also Mathilda möchte zum Beispiel, was möchte sie zum Geburtstag haben? Ein Beispiel. Ein Pferdewagen. Okay. Sie träumt ja nicht von einem Pferdewagen, sondern sie wünscht sich einen Pferdewagen. Es gibt einen Unterschied zwischen Wünschen und Träumen. So, Wünschen ist jetzt schon was, das ist irgendwie was Greifbares. Irgendwas, was nicht am Ende so weit weg ist. So, man wünscht sich ein neues T-Shirt, man wünscht sich was zu Weihnachten, man wünscht sich jetzt eine kalte Pepsi. Aber Träume sind ja schon eher was Großes. Und vielleicht ist es sogar wichtiger, Träume zu haben, als Wünsche zu haben. Genau, sehe ich auch so. Und ich denke, dass das, dass man Träume hat und dass man überhaupt verstehen kann, dass es eine lange Zukunft gibt. Ich meine, unsere Kinder können maximal 20 Tage überblicken. Und ich denke, dass man wirklich anfängt zu träumen, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, das beginnt erst echt zum, vielleicht mit 14 und dann aber nach der Schule, wenn man sich ausmalt oder während der Schule, in der Abschlussphase, wenn man sich ausmalt, okay, wie kann mein Leben jetzt verlaufen, wenn man es wirklich selber in die Hand nimmt. Ich denke, Jugendweihe ist ein ganz guter Anfang, weil die Kindheit eben vorbei ist und man fängt an, selber die Flügel auszubreiten und in die weite Welt zu fliegen. Also Wünsche haben wir die Kinder so oder so, das muss ich ihnen nicht beibringen, Wünsche zu haben. Was man ihnen vielleicht wirklich beibringen müsste, ist, dass, also sie haben ja Spardosen beide und das, was wir ihnen schon erklären, ist, dass sie, wenn sie sich bestimmte Dinge wünschen, dann müssen sie eben Geld dafür sparen. Und das funktioniert, würde ich sagen, also dass sie das wirklich verstehen. Mathilda hat es kapiert. Magnus eher noch nicht so, also wahrscheinlich ist da irgendwo die Stelle zwischen 5 und 6, aber wir erklären ihnen das schon, dass sie, wenn sie zum Beispiel, sie kaufen unglaublich gerne Zeitungen, also Kinder lieben diese Kinderzeitungen und wenn sie so eine Zeitung haben möchten und dann, also sie kriegen eh einmal in der Woche eine, aber wenn sie quasi zweimal in der Woche eine haben möchten. Das ist echt viel, das passiert fast nie. Dann müssen sie die selber kaufen und dann, um sich diesen Wunsch zu erfüllen, eben im Zweifelsfall das Geld, das ihnen vorher irgendeine Oma zugesteckt hat oder irgendeine Tante, da sparen. Wahrscheinlich ist es noch wichtiger, ihnen zu zeigen, dass man Träume haben muss. Unsere Kinder können besser träumen als alle anderen Menschen. Die träumen, Pilot zu werden, die träumen, Astronaut zu werden. Mathilda wird Weihnachtsmann. Wieso? Das ist spannend, ja. Das ist eine spannende Betrachtung, weil da müsste man ja eigentlich... Also ich glaube, dass ich das echt verlernt habe, zu träumen, weil für mich sind diese Ziele... Dadurch, dass wir das gemeinnützige Unternehmen jetzt unser drittes Unternehmen ist, ja, orientiere ich mich vor allem an Zielen. So, das hat aber auch damit zu tun, dass wir immer Ziele aufgedrückt bekommen von anderen. So, wir müssen für andere immer Ziele erreichen. Als wir unsere erste Firma gegründet haben, Kirondo, hatten wir Investoren, die haben uns gesagt, welche Ziele wir erreichen müssen. Als wir die Brileo gegründet haben, da haben wir gewusst, wir müssen uns selber Ziele setzen, sonst funktioniert das nicht. Und mit dem gemeinnützigen Unternehmen ist es jetzt quasi wieder genauso. Ja? Wir müssen Ziele erreichen. Und darüber hinaus, also ich habe schon einen Traum, nämlich dass das in einem bestimmten Zeitraum sehr von selber läuft, aber selbst das ist eigentlich mehr ein Ziel, als dass es ein Traum ist. Ziele kann man messen und messen, da sind wir schon wieder stark bei Mathe, weil Mathe kann man auch messen, fängt an mit einem Maßstab und da sind wir ganz klar bei wirtschaftlichen Aspektpunkten und Träume eigentlich, eben der Traum, ich werde Weihnachtsmann und keine Ahnung, was sie anstellt, um Weihnachtsmann zu werden, vielleicht ist sie, gründet sie mal eine Weihnachtsmann-Agentur und wird tatsächlich Weihnachtsmann. Du kannst, und egal was du für Träume hast, wenn du wirklich einen Traum hast und davon träumst und das jeden Tag, egal ob du klein bist, mittelalter oder erwachsen, wenn du so eine krasse Vision hast, die dich jeden Tag begleitet, dann findest du Wege, dann suchst du danach dein Studium aus, dann bist du dich weiter. Wie wird Mathilda, egal wie sehr sie es träumt, wie wird die Weihnachtsmann? In erster Linie, keine Ahnung, vielleicht wird sie von einer Frau zum Mann, lässt sich unoperieren. Dann zweitens, vielleicht verkleidet sie sich oder ist auch Make-up-Artistin später oder Maskenbildnerin und ist in der Lage, ihr Bärte anzuknüpfen und was auch immer. Vielleicht wandert sie aus zum so, Mama, Papa, ich bin zwar erst 12, aber ich möchte euch verkünden, ich mache eine Nordpol-Expedition. Im Weihnachtsmann-Kostüm. Zuzutrauen wäre es nicht. Also wahrscheinlich, stimmt schon mal, wahrscheinlich haben Kinder diese Fähigkeit zu träumen viel eher noch als Erwachsene. Soll ich dir sagen, warum? Weil die keine Grenzen haben.
weil sie nicht zur Schule gehen, weil sie da, jetzt sind wir bei meinem Thema, weil sie in der Schule lernen, alle sind gleich, 20 Kinder sitzen hier und zwar sie haben da zu sitzen und da vorne steht der Lehrer und du hältst die Klappe, bis du dran bist. Und wenn du dich meldest, dann darfst du auch noch möglichst schlaue Sachen sagen. Dann lernst du doch schon, du darfst möglichst nichts Peinliches sagen, weil dann lachen alle Kinder über dich, du darfst nichts Dummes sagen, dann kriegst du nachher nur eine 6 und musst nachsitzen. Und eigentlich ist aber in uns drin, auch mal dumme Sachen zu fragen oder zu sagen. Ich glaube nicht, da gerade in den ersten Jahren, dass Schule so ist. Glaube ich nicht. Und ich glaube nicht. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Schule massiv daran schuld ist, dass Leute aufhören zu träumen. Ich glaube, das ist einfach, du wirst älter. Und mit dem Alter ist dir klar, dass deine Träume ganz häufig der Realität nicht standhalten. Das glaube ich, ist das Problem. Und das hat nichts per se mit Schule zu tun. Das passiert in der Kita auch. Ich hatte wirklich den Traum, in die Schule zu kommen jetzt. Ja? Der Traum ist aber massiv geplatzt. Der ist einfach in der Realität zerschellt. Sie kommt nicht in die Schule, weil wir sie haben zurückstufen lassen. So, und ich glaube, dass es ganz häufig so ist, dass Träume, die man hat, entweder ist man super ehrgeizig und unterlegt diese Träume dann mit Zielen, mit Etappenzielen, damit man dann irgendwann auch zu diesem Traum kommt, ja? Oder sie zerschellen eben einfach an der Realität. Also ich kann mir 3000 Mal wünschen, dass ich der Weihnachtsmann bin, das wird an der Realität zerschellen. Und wahrscheinlich ist es so, dass Kinder, wenn die älter werden, und die haben häufiger, immer häufiger die Erfahrung gemacht, dass diese Träume, die sie haben, dass sie einfach nicht aufgehen, dann wird das irgendwann dazu führen, dass sie wahrscheinlich aufhören zu träumen. Was uns ja eigentlich zu der ersten Frage führt, Zukunftsträume, wie fördere ich mein Kind nach neuen zu streben und wie unterstütze ich das, dass sie weiter Träume und Wünsche haben? Wenn nicht die Schule schuld ist, dann sind es vielleicht auch die Freunde und die Eltern, die nicht genug auch unterstützen und sagen, habt Träume. Ja. Es ist gut, Träume zu haben. Und deshalb sehe ich mich auf jeden Fall bestärkt, das weiterhin zu tun. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit dazwischen. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr ist das wahrscheinlich so, dass irgendwann, also Kinder träumen viel. Punkt. Ja, sie träumen, der Weihnachtsmann zu sein, sie träumen von darauf auf einem Pony zu reiten, sie träumen viel, sie haben eine Fantasiewelt, in der sie leben. Magnus kann sich stundenlang verkramen und irgendwie vor sich hin träumen. Das passt ja da auch mit rein. Ne? Ich glaube schon, dass je erwachsener die werden oder je größer die werden, je mehr Erfahrungen die machen, desto mehr fällt ihnen auf, dass Träumen eben nicht in der Realität stattfinden. Und wahrscheinlich ist es dann umso wichtiger, so wie du ihm gesagt hast, ihnen zu helfen, Träume aufrechtzuerhalten und neue Träume sich auszudenken. Das war unser Schlusswort. Lasst eure Kinder träumen. Träume sind geil. Yeah. Träume sind schön. Wir träumen viel zu selten. Schreibt unten in die Kommentare rein, ob es euch gefallen hat und ob wir sowas öfter machen sollen, ob wir noch mehr von den Fragen aus dieser Dose rausziehen sollen. Stimmt, es gibt noch ein paar. Für heute haben wir das hier auf jeden Fall erledigt. Lasst eure Kinder träumen. Tschüss. Gute Nacht.